Wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr könnt im Titel schon lesen, es gibt ein H&M Haul. Ich habe nicht besonders viel bestellt. Ich habe für Feline, glaube ich, 3-4 Teile bestellt. Dafür Hammerteile. Ich bin so gespannt darauf. Oh mein Gott, die müsst ihr euch unbedingt angucken. Ein bisschen was aus der Home-Abteilung und für mich ein paar Sachen. Und ich weiß, dass das halt immer sehr viele interessiert, wo ich meine Kleidung kaufe. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das Ganze. So, wir haben hier einen riesen Karton und ich sortiere das nicht. Ist das okay? Ich hoffe, das ist in Ordnung, oder ihr Lieben? So, was war denn der Rechnungsbetrag? Ach so, ist ja immer jetzt nicht mehr mit drin, ne? Also, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Teil an, was ich bestellt habe. Das ist aus der Curve-Abteilung, ist klar. Und ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen aufgeregt, weil... Das ist ja auch hier auch der erste Eindruck. Oh mein Gott, ich bin schon verliebt. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, aber ich hatte mir ja vor 1,5 Jahren das erste Mal, wo ich mit Bea in Amerika war, einen richtig tollen Regenmantel gekauft. Der war richtig teuer und als wir dann das zweite Mal jetzt in Amerika waren mit meiner Schwester, in einem Einkaufsladen vergessen. Und es war wirklich hart für mich, also wirklich, weil es eine Erinnerung war. Er war sehr teuer, er war aus Amerika und... Sowas wieder zu kriegen ist halt schwer. Und jetzt habe ich auch sowas bestellt. Ich weiß nicht, ob das unter Regenparker fällt. Ich hole mir mal die Rechnung dazu. Ist ja jetzt schon voll unorganisiert hier, ne? Also das läuft einfach unter Parker mit Kapuze. Und der ist ganz, ganz dünn, was mir jetzt schon mega gefällt. Und ist von innen grau. Ich mache den mal auf. Oh, das ist ein super leichter Stoff für so... mal eben rausgehen, wenn ich Feline abhole, so ein Übergangsding halt einfach, ne? Und so sieht der aus von innen. Der hat eine Kapuze. Und gefällt mir mega gut, weil er halt so schön dünn ist. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon mal ein Volltreffer. Ja, darauf habe ich mich sehr gefreut. Ein Teil für Feline. Und zwar habe ich so die Kinderabteilung durchgestöbert und da war dieses Kleidungsstück und das war aber nicht das, was ich auswählen konnte. Also es ging um die Hose auf diesem Foto und ich dachte mir, ich muss das andere unbedingt haben. Und ein bisschen weiter gescrollt habe ich es dann gesehen und Leute, können wir bitte darüber reden? Ich habe eine Mini-Lederjacke für Feline bestellt. Oh mein Gott. Oh, die ist so schön. Die hat innen Herzchen. Die fasst sich wirklich gut an. Also total elastisch. Jetzt nicht so einengend. Das ist ja auch kein echtes Leder. Und ich habe das bestellt in der Größe 104. Oh Gott, Leute, ich kann mir das so gut vorstellen. Mit einer Jeans, Sneaker dazu. Mein Kind ist einfach nur super angezogen. Ich freue mich voll. Also von hinten ist sie ganz, ganz schlicht. Und ich muss sagen, sie sieht auch nicht allzu billig aus. Ne? Das hätte ja auch sein können. Und von vorne sieht sie halt so aus. Richtig cool. Ich bin so gespannt, wie sie darin aussieht. Und Feline ist ja eh, was Klamotten betrifft, das hat sie von ihrem Papa sehr wählerisch. So, dann kommen wir wieder zu einem Kleidungsstück für mich. Übrigens zum Thema Größe, da werde ich oft gefragt... bei H&M sind die Größen eigentlich richtig passend. Also ihr müsst gucken, ob ihr 2XL, 3XL, das ist schon sehr groß. Also guckt einfach mal, ich finde die Größen passen schon, also die fallen schon wirklich sehr gut aus. Achso, meine Lieblingsleggings. Also die schwarzen, normalen, schlichten Standard-Leggings von H&M im Zweierpack sind die besten Leggings unter anderem, die ihr kriegen könnt. Also die mussten auch wieder her. Ich mag das auch nicht. Nach einer Zeit werden die so ein bisschen blau-grau. Und das Färben bringt irgendwie auch nicht wirklich was. Deswegen, ups, habe ich mir dann einfach neu bestellt. Die sind wirklich fantastisch. Machen wir weiter. Jetzt kommt auch, glaube ich, für mich ein Teil. So. Bin gespannt. Gehe mal ein bisschen zurück. Ja, das ist einfach typisch Linda. Ein ganz normales, schlichtes, schwarzes, langes Basic-Oberteil. Da fragen auch immer viele nach, die denken irgendwie, das wären so Kleider. Es sind so Blusen. Blusen, Tuniken, Tunikas, whatever. Und zwar ist es wirklich einfach nur, ihr seht es, ganz lang,
schlicht schwarz mit kurzen Ärmeln. Genau mein Ding. Oh mein Gott, ich liebe mich gerade, dass ich das bestellt habe. Wir kommen noch zu einer Jacke für Feline. Ey, Hammer. Wie fasst die sich denn an? Oh Leute, guckt mal. Und zwar ist es diese Samtjacke geworden. Die kommt ein bisschen mehr pink rüber, als sie ist. Es ist eigentlich ein richtig schönes Altrosa mit Knöpfen, Reißverschluss. Hinten ist sie ganz, ganz schlicht. Und die ist auch ganz, ja, also so leicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also auch so eine richtig schöne, leichte Jacke. Kein bisschen schwer und auch nicht dick. Die habe ich jetzt auch in 104 bestellt. Und seht ihr den Stoff, den ich meine? Das ist so ein Samtstoff. Der ist ganz, ganz weich. Und mein Gott, richtig, richtig schön. So, ich habe mir hier wieder ein schwarzes, langes Kleid bestellt. Also das ist wirklich ein Kleid. Ich kann euch da auch nicht wirklich viel zeigen. Es ist einfach nur ein schwarzes, langes, schlichtes Kleid. Und ich liebe das im Sommer mit schönen Sandalen fertig. Also einfach nur basic, schlicht schwarz. Ich sehe gerade, ich habe ein Blumen... Wo seid ihr denn schon wieder? Kommt doch hier hin. Ein Blumen... Topf gekauft und der gefällt mir richtig gut fürs Schlafzimmer. Oh ja. Oh, ist der schön. Guckt mal. Und zwar ist das so ein Blumentopf zum Aufhängen. Der ist in diesem Holz-Bambus-Muster, worauf ich ja momentan total stehe aus der H&M Home-Abteilung. Und den könnt ihr halt an die Decke befestigen. Und den wollte ich ins Schlafzimmer packen, weil der da echt gut hinpasst. Und ich freue mich, weil der gefällt mir echt gut. So, wieder ein schlichtes Oberteil. Ach, das habe ich... Hallo. Das habe ich in zwei Größen bestellt. Das ist aber auch, glaube ich, das Einzige, weil ich mir da mit der Größe wirklich unsicher war. Das ist jetzt hier eine Nummer größer. Auch wieder das lange, schwarze, schlichte mit den kurzen Ärmeln. Das probiere ich einfach gleich mal an. Dann habe ich bei der Kids-Abteilung eine Hose gesehen, wo ich schon gedacht habe, mit der schwarzen Lederjacke sieht das bestimmt mega aus. Und zwar ist es diese Hose hier. Und das ist so eine Flatterhose. Die ist aus ganz, ganz, ganz dünnem Stoff. Die ist schon fast ein bisschen durchsichtig. Seht ihr das? Und die hat unten, finde ich, ganz wichtig Bündchen, dass sie da nicht drauf tritt. Und die finde ich halt richtig schön. Ne? Einfach eine schwarze Hose mit weißen Punkten oben. Ein schönes Bündchen, dass das bequem sitzt. Perfekt. Ja, das ist ein Kleid, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Mit einem Taillengürtel. Und auch so ungefähr meine Länge, muss ich sagen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mag diesen Stoff einfach nicht. Das ist dieser, das ist keine Seide, ne? Ist mir klar. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dieser, der ist für mich persönlich sehr unangenehm zu tragen. Ich werde es einfach mal anprobieren und gucken, ob es mir gut passt, ob es gut sitzt. Und danach würde ich entscheiden. Ja, da wir ja gerade das Schlafzimmer neu eingerichtet haben oder dabei sind, es neu einzurichten, habe ich zweimal Bettwäsche gekauft und die fand ich so schön, die fand ich so passend. Das ist diese hier, die kommt richtig gut rüber. Das ist beige-schwarz, einfach mit schlichten Streifen. Ich mache die mal auf, ich werde sie eh behalten, dann könnt ihr das besser sehen. Und zwar sieht die so aus. Und das ist sie aufgezogen. Und das ist sie aufgezogen. Richtig, richtig schön. Die habe ich logischerweise zweimal bestellt. Ja, das war ein kurzer, knackiger H&M-Haul. Ich habe, wo habe ich bestellt? Ich habe noch bei ASOS bestellt, glaube ich. Wenn ich dort meine Sachen auch zeigen soll, da habe ich nämlich in einem bisschen anderen Stil bestellt, dann sagt mir da gerne Bescheid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten hoffe ich, dass dieses kurze, knackige Video euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback hinterlasst, wenn ihr Fragen habt oder sonstiges. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten passt auf euch auf, denn wir tun es auch. Bis zu unserem nächsten Video. Mua. Tschüss!